Hallo, und da bin ich wieder mit meinem Mirror's Edge Let's Play. Ich weiß, Sonntag, Montag, Dienstag und heute den Mittwoch wird wahrscheinlich keine Folge rauskommen. Und an den anderen Tagen kam auch keine raus. Dafür entschuldige ich mich jetzt. Aber dafür wird vielleicht am Wochenende was Spezielles kommen. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Gut, ich starte jetzt gleich mein Let's Play, um das Let's Play nicht unnötig lang zu machen. Und dass ihr endlich mal seht, was hinter dieser Tür ist. Bam. Okay, das haben wir schon kurzzeitig gesehen. Wo muss ich denn hin? Hm, da rüber. Ich gucke jetzt erstmal, was es hier unten noch so gibt. Nichts. Okay, das ist ja schon mal toll. Wenn ich gleich so viel sehe. Okay. Ob, mal gucken, ob ich das überlebe. Ja gut, wenn ich so springe, wahrscheinlich nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Und gepackt und komm. Aua. Das hat garantiert weh. So, so warte mal. Lala. Nach dem Plan müsste es da drin hinter der Förderanlage einen Weg. Interessiert mich nicht, ich guck mich immer erst um. Man weiß ja nie. Ja, okay. Sprengen wir mal über den Zaun. Hm. Ah, die Stelle kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Muss man da nicht irgendwo entlang? Ich meinte, hier wäre irgendwas. Da hoch muss man irgendwie. So, gehen wir mal da hoch. Dann, ah, da hoch. Ist ja alles ganz easy peasy. Okay, da darüber. Okay, dann oh, machen wir diese Variante. Schnell, bevor sie dich finden, Faye. Ja, ja, jetzt beruhig dich doch mal. Ist nicht so, als das liegt. Würde hier noch was liegen? Hm? Ja, die Sonne. Ich dachte schon. What the fuck? Das blendet mich jetzt. Die habe ich nicht mal gesehen. Ich bin nur aus Zufall hin. Ah, okay, da geht's rein. Blub. Mhm, ja, ja, ja. Wieder ein sehr schön aufgeräumter Arbeitsplatz. Das zeigt man, dass ich dahin muss. Oh. Ah, das ist die Tür da. Glaube ich. Weiß nicht, war ich da im letzten Let's Play mal kurz? Da gehen wir erstmal dahin und geht ihr vielleicht mal ran? Hier gab es vorhin einen Anbruch und ihr Typen lasst ja bauen. Schnelles Angreifen! Ha, das ist wohl ein Witz! Und glaubt ja nicht, dass ich das verschweige. Amateure! Hm. Da ist wohl jemand dezent sauer. Gar nichts mehr. Ach, gab's hier. Ah, hier ist der Förderband. Genau. Dann dadurch, genau. Schon gedacht, komm ich da jetzt durch. So, dann wollen wir mal. Nicht autorisierte Aktivierung des Stroms im Anlagenbereich. Einheiten 2 und 8. Du müsstest dich jetzt bei DKs von gerade nähern. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist dann hinterm anderen Förderband. Das ist so. Bäh. Aber trotzdem nochmal hier den Raum durchgucken. Nee, nee. Schade. Ich dachte, ich finde jetzt wieder mal einen Runner-Koffer. Hab ja das zweite Mal in diesem Level, so viel ich mich noch erinnern kann. So. Willst du gleich unter dir sein? Ja. Genau, an dieser Stelle hänge ich nämlich manchmal ein bisschen. Aber ich glaube, ist ganz easy eigentlich, wenn man sich noch dran erinnern kann. Ah, den, dann war es doch nicht die. Oder war es doch die? Nee. War es nicht. Und dann da lang und... Dann... Wupp. 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 Und da
die Leiter und runter. Schade, dass man von denen nicht wegspringen kann. Das würde das Ganze irgendwie dynamisch machen. Und dann dagegen und ist noch irgendwo hin. Nö, können wir gleich runterrutschen. So, dann wollen wir mal da rein. Ich werde das Ganze jetzt nicht durchlesen, das könnt ihr ja machen. Ich versuche mal möglichst ruhig zu halten. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Also wer es will, kann sich ja durchlesen. Einfach auf Pause drücken. Okay. Sollte ich auf dem drauf sein? Ich weiß es nicht. Kann ich den hier bewegen? Wo muss ich denn hin? Ich meine, von da oben komme ich ja, also sei viel, dass ich da hin will. Und ja. Ah! Aua, scheiße. Ich wollt, aua, weiß hier. Hast du dir gerade in den Augen? Durch Zaubern geht die Tür auf. Und wieder zu. Magic. Ja, kleine Lex. Stabilisiert sich auch nicht, wenn ich rumstehe. Vielleicht liegt sie an den Gebieten, vielleicht ist da irgendwie die Engine nicht ausgereift oder meine Grafikkarte ist so schlecht, wobei ich das bezweifle. Da. Ich habe so das Gefühl, dass ich vielleicht noch oben rausspringen muss. Oder auch nicht. Ah, jetzt kommt glaube ich gleich die ersten Polizisten ran. Jackpot. Ich habe das Nervenzentrum gefunden. Könnte eine Art Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie sie denn? Als ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder besteuert haben. Was bleibt denn noch, hä? Wir. Merk, hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe. Wieso? Dieses Training, Merk. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger. Sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner. Alles okay da oben? Ruhig wie ein Grab, nur ich, die Vögel und die beste Überwachungsausrüstung, die man auf dem Schwarzmarkt bekommt. Das ist der. Der? Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn am Deck eines Schiffs im Hafen gesehen. Hör zu, Faith, du hast genug getan. Im Moment scheinst du mitten in der Höhle des Löwen zu sein, also mach, dass du da rauskommst. Ich meine, jetzt müsste mich einer verfolgen, gleich. Und ich muss schneller sein. Der Funk flippt aus, die Cops haben dich entdeckt, nichts wie raus. Oh, zwei von denen. Kämpfen klappt bestimmt nicht, jedenfalls habe ich es nie wirklich hingekriegt. Jedenfalls ohne Schusswaffen. Da du denen auch irgendwie keinen Schaden machen kannst, da die jeden Schlag von dir kontern können. Wo muss ich hin? Ah! Geht immer mal. Aua! Nicht sterben! Okay, da lang. Darüber. Ah! Kommt noch einer. Was wollen die von mir? Ich bin schneller als ihr. Könnt mich mal. Schau niemals zurück. Haha, Opfer! We are family. Mhm. Hammer. Voll actionreiche Musik, aber im Aufzug fest. Aufzug festhängen. Durch die Scheibe springen.
wusste gar nicht, dass Scheiben so leicht brechen. Ah! Das sind ja drei. Ich dachte, es wäre nur eine oder zwei. Ah! Lass mich halt von Ruhe. Bewegung, Bewegung! Wo muss ich denn hin? Ja, wo muss ich denn hin? Ah! Da lang! Ah! Ah! Wow, wow. Vor dir sind Bahngleise. Das könnte ein Weg raus sein. Darüber. Ich weiß, es leckt gerade ein bisschen, aber wie ich schon in den letzten Part erwähnt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, oder? Hui! Bist du an den Schienen? Lass dich mitnehmen. Ja, aber wie? Ich weiß, da ist ein Aua. Aua. Au, tot. Au, 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 tot. Gut, dann wollen wir halt nochmal. Ah, warte mal. Denkt ihr, Leute, ich schaff das? Na, ich probier's einfach mal. Nein, schaff ich nicht. Hui! Lass dich mitnehmen. Nö, so auf jeden Fall aber nicht. Okay, da geht's auch noch dran. Ach so, ich soll den Zug abpassen. Okay, macht Sinn. Und zum zweiten Mal sterben wir an dieser Stelle. Völlig sinnlos. Weil eigentlich nicht wir, eigentlich nur ich. Ach, ich bin einfach scheiße. Gibt's gar nichts zu diskutieren. Ich bin kacke. Oh. Bist du an den Schieren? Lass dich mitnehmen. Da kommt Zug, da kommt Zug. Und diesmal erwische ich ihn. Ich werde versuchen, die Infos über Icarus zu verbreiten. Ich muss die anderen Runner warnen. Tu das. Ich nehme diesen Kerl mal vor. Oh, ein neues Kapitel. Yep. Lol, jetzt leckt sogar während der Videosequenz. Die war so viel sagen und so lang. Aber bitte, stürm da nicht einfach rein, Kleine. Das ist Popes Mörder. Da draußen könnte noch mehr kommen. 23:05. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden dich sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. So, ich finde diese Stelle eigentlich relativ praktisch, um meinem... Ich muss zu diesem Schiff. Es sind einige Formalitäten zu erledigen, dann können Sie weiter. Okay, ich finde die Stelle relativ praktisch, um... meinen 9. Part jetzt zu beenden und wir sehen uns. Hört sich an, als könntest du blinder Passagier spielen, Faith. Darf ich jetzt mal ausreden, um meinen 9. Part zu beenden? Ja, dankeschön. Tschüss, Leute. Und es unterbricht mich mal keiner. Böse Leute hier.